So, ich will das hier kaufen. Die Pistole schleppe ich immer mit mir rum. Und ein Schadensboost ist gar nicht mehr so schlecht. Ansonsten brauche ich jetzt nicht wirklich was. Da die andere Waffe ja eben immer gewechselt wird. Da, mein Turm. Ist Was? nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Was? Das ist ein Turm? Oh, falscher Knopf. Schön. Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das brandneue Schutzhockey kennen. Wer braucht schon das Oh, ich bin zu klein. Wir knien nicht. Schokolade. Hallo. Guckst du ja, was ich alles essen tue? It's going to be bad. Müssen wir da rein? Nein. Deswegen knacken wir jetzt 3 Lockpicks. Are you kidding? 3. Hier muss noch einer liegen, oder? 3 Lockpicks. Wo kriegen wir jetzt noch einen Lockpick her? Ist nichts mehr. Gehen wir mal hoch. Ja, stimmt allerdings. Wer braucht schon Elektrizitätswerke? Lockpick. Lockpick. Da blinkt was. Lockpick. We have it. Geld. Hier geht aber nicht. Schon gesehen? Ja, noch nicht. Gott, er schafft alle möglichen achten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaft in Peking. Und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slate sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Schön. Wir haben 3 Lockpicks. Wir gehen hier unten die Tür aufmachen. Ich hoffe, man hört meine Schwester jetzt nicht. Oh. Oh, ein Codebuch für eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Geheimcodes? Die Chiffre müsste hier irgendwo sein. Kann Chiffren entschlüsseln. Die geheimen Vox Populi kann man verbergen. Finde die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Optional. Ja, wir gehen jetzt mal da hinten in die Tür. Vielleicht finden wir da was. Ich meine, wenn wir da schon 3 Schlüssel Echt? Brauchen. Dieses olle Schloss? Bitte sehr. Banane. Ihr seid ja nicht gerade reich. Hier, gut aufheben. Oh, danke. Prima. Hemd, Nitro-Weste. Was haben wir denn an? Nahkampftreff. Nehmen wir mal das. Das muss man da lange überlegen. Ein Code finden. Die Frage ist, ist der hier? Da ist immer noch die Muni drin. War das jetzt tatsächlich alles? Die Skyline 2. Kann man das nicht irgendwie umstellen? Ich komme da nicht hoch, ich bin so klein. Alles mit. Wir lassen den anderen Leuten nichts übrig. Ob das hier irgendwo rumliegt, diese Chiffre? Oh Gott. Ich kann überall sein, ne? Sehr schön. Was denn du?
Ach, das ist der Verkaufsautomat. Ich dachte schon, wer steht denn jetzt hier rum? Oh, leck. Dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schacherer. Was ihr heute erlebt habt, Genossen, was ist das? Zachary Comstock will unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Columbias rinnen. Was haben wir denn hier? Ach, noch so ein Phone. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Swade, ja? Sir! Die Waffen weg! Ah! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Was? Unsere Waffe ist momentan noch intakt, daher würde ich jetzt nicht wechseln. Ich mag Maschinengewehre nicht. Nicht mehr seit Left 4 Dead. Da hat die Schrotflinte einfach mehr Wumms. Was ist das? Mädchen? Mr. DeWitt! Booker, hier! Das ist es, was das Codebuch dechiffriert, bestimmt! Huh. Mal sehen. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Knacke so ein Code. Brauchen wir Geld? Immer! Kann ich nur wiederholen. Da in der Kanone ist es drin. Okay. Das heißt, wir brauchen noch irgendwo einen Hint. In der Lampe wird nichts an. Oh. Hut ab. Ein Hut. Erstmal suchen. Guter Tipp, der Hut. Oh. Allerdings. Hallo? Oh, I get it. Oh, holla. Da oben stehst du. Schrotflinte. Panzerfaust. Oh, schön. Hat nur 6 Schuss. Schade, schade. Da hätte ich jetzt gerne was hier. Genau das, was wir jetzt brauchen. Das kann gar nicht schaden. Oh. Ich glaube, das ist interessant. Was? Meinst du, was da auf dem Tisch liegt, das ich mir noch angucken werde? Stuff. Tyrann. Oh, Lockpick. Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Daisy Fitzroy. Oh, sie ist pretty. Wir haben schon Zeit für all den Papierkram. Eines müssen die Menschen lernen. Furcht bekämpft man mit Furcht. Ich will nicht Teil ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt.
Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Schön. Jede Menge. Scheue nie deine Pflicht. Mal sehen, ob die uns feindlich gesonnen sind. Wahrscheinlich ja. Verstecken ist zwecklos. Ich treffe so gut. Was war das? Hat er etwa dieses scheiß Pferd benutzt? Ich wollte doch erst noch ein bisschen suchen. Ich meine, Waffen liegen hier ja genug rum. Munition alle! Hoppala. Waren das schon alle? Wir sollen hier irgendwie diesen blöden Jockey da finden. So, wir haben ja, glaube ich, alles abgesucht. Das Blöde ist, wir haben jetzt keine... Wir haben nicht genügend Picklocks für den Safe. Was schade ist. Ja, das ist jetzt eigentlich ein bisschen doof. Boah. Kein Safe also heute. Elisabeth, du rennst mir dauernd in die Arme. Ich möchte jetzt gerne noch da vorne gucken, ob man da speichern kann. Das wird absolut fantastisch. Wo hast du denn? Das machen wir bitte nicht mehr. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Ist frei. Gut, es hat gespeichert. Das heißt, wir machen hier mal einen Cut.